Die Griechen sind unsere Rettung, dachte Philippus. Was gibt's da zu lachen? Ich finde das völlig unangemessen hier. Steht in der Heiligen Schrift. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Da trat zu ihnen Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und sie baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Also wahrscheinlich war Alexis Tsipras dabei und Varoufakis oder wie so typisch griechische Namen sind, die wir alle inzwischen auswendig können. Und das ist eine großartige Szene, wie wir uns das ersehnen, dass Menschen kommen, die waren als Pilger zum großen jüdischen Passafest gekommen. Und man weiß gar nicht ganz genau, gehörten sie eigentlich zum jüdischen Volk? Es war ja verstreut über viele Teile der Welt. Auch in Griechenland gab es jüdische Gemeinden. Waren es sogenannte Proselyten, also Leute, die eigentlich gar nicht ursprünglich dazugehörten, aber inzwischen dazugekommen waren und jetzt nach Jerusalem pilgerten? Das ist auch ganz egal. Jedenfalls, sie kommen aus Anlass dieses Festes und sie haben einen Wunsch. Wir wollten Jesus gerne sehen. Da macht es Spaß, Jünger zu sein. Wenn du ihnen nicht nachlaufen musst, wenn du sie nicht aufwecken musst, was macht man alles für Verrenkungen, um Leute neugierig zu machen auf Jesus, die eigentlich überhaupt nichts von ihm erwarten? Das ist, mir geht das immer so auf, wenn der Unterschied, wenn man in Deutschland predigt und so, dann musst du dir überlegen, mit welchem Satz fängst du an, dass Leute dir überhaupt zuhören. Weil man denkt, nach dem ersten Satz, wir Pfarrer lernen ja, dass wir normalerweise mit dem Satz anfangen, der die Einschläferung garantiert. Also an Erntedankfest beginnen wir mit dem Satz, heute ist Erntedankfest, und bei Weihnachten beginnen wir mit der überraschenden Offenbarung, heute ist Weihnachten. Und wenn die Sonne scheint, dann sagen wir, liebe Gemeinde, heute scheint die Sonne. Und jeder weiß also, auf diesem Offenbarungsniveau wird sich die Predigt fortsetzen. Du kannst jetzt sanft entschlummern. Also überlegen wir natürlich nicht so anzufangen, sondern irgendwie so anders, weil man muss Aufmerksamkeit wecken. Wenn ich in anderen Teilen der Welt das Evangelium predigen durfte, in Indien oder in Afrika, da habe ich gemerkt, so ein Quatsch muss man da nicht machen. Die Leute sind hungrig. Sie sind hungrig nach dem Evangelium. Sie sind neugierig. Wir wollten Jesus gerne sehen. Und dann alles unternehmen, es ist ja so, sie hätten ihn ja, war kein Problem. Sie mussten ja nicht den Philippus extra fragen, um Jesus sehen zu können. Der war ja in aller Öffentlichkeit da. Sie konnten ihn auch hören. Er lehrte ja öffentlich. Das war ja nicht ihr Problem. Sondern sie hatten ja ein größeres Verlangen. Sie wollten ihn ganz offensichtlich persönlich sprechen. Sie wollten ihn also persönlich kennenlernen. Sie hatten ein tieferes Verlangen, dass das, was sie da sahen und was sie da hörten von Jesus, und immerhin von Jesus selber, er redete ja in der Öffentlichkeit, dass das noch stärker mit ihrem persönlichen, mit eigenen Leben zu tun bekommt. Und das ist doch überhaupt die Supersehnsucht, die wir uns wünschen. Die sollte Menschen ergreifen. Und dann macht Jünger sein Spaß. Nicht wahr? So gefragt zu werden, mit so Leuten zu begegnen, und so, die das wollen, und dann behilflich zu sein, wie kann ich dir helfen, dass du noch besser rankommst zu Jesus, dass du noch mehr von ihm erfährst, dass du noch deutlicher sein Wort hörst, dass du das beziehen kannst auf dein persönliches Leben. Das ist unser Traum, das ist die große Aufgabe. Und das haben die hier, das ist natürlich ganz, ganz wunderbar. Nur,
der Jünger Philippus, der mit dem griechischsten aller griechischen Namen, nicht? Der Pferdefreund heißt das ja. Der Philippus ist der Pferdefreund. Das war auch damals etwas Mode, sich so griechisch klingende Namen anzulegen, obwohl der eigentlich da aus Galiläa kam. Aber immerhin, er hatte einen griechischen Namen. Vielleicht hat er deshalb ein besonderes Faible gehabt, so für die Griechen, und war da ganz gut dran. Aber der tickt gar nicht so, wie ich das gerade beschrieben habe. Der geht jetzt gar nicht seelsorgerlich auf die zu und sagt jetzt, also gut, was können wir für euch tun? Sondern der Fortgang des Berichtes zeigt uns, dass der ganz andere Gedanken hatte. Man kann das leicht verstehen, wenn man den Zusammenhang der Geschichte sich vor Augen führt. Nach der Auferweckung des Lazarus in Bethanien, eine halbe Stunde Fußweg da, also so weniger sogar, kurz vor den Toren Jerusalems, da heißt es dann in Johannes 11 im Kapitel davor, dass der Hohe Rat beschloss, ihn, Jesus, zu töten. Der wurde jetzt zur Volksgefahr. Das war absolut zu viel. Jetzt mischte der in einer Weise das Volk auf, das konnte so nicht gut gehen. Da sahen sie Volksverführung und Unruhe. Und dann heißt es da definitiv im Ende des Kapitels 11, dass sie beschlossen, er sollte sterben. Sie trauten sich nicht richtig, weil sie merkten, dass im Volk die Stimmung so pro Jesus war und dass es ihnen nicht gut bekommen würde, wenn sie jetzt sich an ihm so öffentlich vergreifen, dass sie dann einen auf die Rübe kriegten wegen des Volkszorns. Aber die Jünger wussten das. Es wird eng. Es wird eng. Und das Problem war ja nicht nur für die Jünger, dass sie selber spürten, es wird für Jesus und dann natürlich auch für uns hier gefährlich, sondern das Problem war ja, dass sie das nicht verstanden, dass Jesus nichts Vernünftiges tat, um diesen Problemen auszuweichen. Denn das war doch völlig klar. Das war schon immer klar gewesen in ihrem Kreis, wenn Jesus vom Leiden sprach, das haben sie nie verstanden, haben gesagt, sowas, das soll dir auf keinen Fall passieren. Und sie hatten seine Reaktion darauf nie verstanden. Es gab ja üble Szenen gerade zwischen Jesus und deinem engsten Freund Simon Petrus in dieser Sache. Den hat er als Satan beschimpft, der weggehen soll, als er Jesus von diesem, wie er meinte, falschen Kurs wegbringen sollte. Denn die Logik war doch glasklar. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann auch nicht anderen helfen. Und wir erwarten von Jesus, dass er uns hilft in unseren Lebensnöten. Weil wir zu schwach sind, mit bestimmten schweren Nöten fertig zu werden, hoffen wir, dass er es kann. Und die Voraussetzung, dass er es kann, ist, dass er eben stärker ist. Und die Logik ist ganz glasklar, wer sich selbst nicht helfen kann, der kann auch nicht anderen helfen. Wer unter die Räder kommt, selbst mit seinem Leben, Leib und Leben unter die Räder kommt, der beweist damit, dass er eben auch nicht stark genug ist, um uns in unseren Lebensnöten, wo wir unter die Räder kommen, zu helfen. Die Logik ist einfach glasklar. Und deshalb überlegen Sie, wie kommen wir raus aus dieser Sackgasse? Und deshalb, die Griechen sind unsere Rettung. Da kommen ein paar Griechen, Internationalität, und da denkt der Philippus gleich, Mensch, vielleicht können wir auswandern, das wäre doch was. Vielleicht können wir überhaupt das Evangelium, das hier nicht richtig angenommen wird, und Jesus, der hier nicht richtig verstanden wird, vielleicht ist ja Griechenland der Platz, und vielleicht können wir eine Beziehung über die, irgend sowas muss der gedacht haben, denn so richtig verschwörerisch geht er jetzt zum Andreas, nicht? Und berät sich mit dem. Was gab es da zu beraten? Da gab es ein paar Leute, die sagten, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Da muss ich doch nicht nur zu einem anderen gehen und sagen, hör mal, da gibt es einige Leute, die wollen Jesus kennenlernen. Was sollen wir denn da tun? Ja, zu Jesus bringen, meine Güte. Da brauchst du nicht viel nachzudenken. Aber die denken ja, hier gibt es Griechen. Und das ist doch eine Chance. Vielleicht gibt es hier einen Ausweg.
Vielleicht kommen wir raus aus dieser Sackgasse hier. Das geht doch schief, das kannst du doch mit Händen greifen. Und Jesus scheint das zu durchschauen. Denn das, wie er reagiert auf diese, also Andreas und Philippus sagen es Jesus weiter, heißt es dann. Und dann heißt es, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, wo bleiben hier eigentlich die Griechen? Die kommen in der ganzen Geschichte nicht mehr vor. Die sind ja nicht weggelaufen. Die waren ja dabei. Also, aber die kommen eigentlich gar nicht mehr vor. Was Jesus hier jetzt sagt, und das wird auch noch eingeleitet mit einem Aber, als und Jesus sagte, also sie sagen, hier kommen die Griechen, kannst du dich kümmern, die möchten dich sprechen, alles wunderbar. Und Jesus sprach. Nein, aber Jesus sprach, da ist irgendetwas gegeneinander. Da läuft etwas gegeneinander. Und es mit keiner Silbe steht hier, dass die Griechen das nicht mitgekriegt haben, die waren hier auch gemeint. Aber sie waren offensichtlich nicht gar nicht als Erste gemeint. Als Erste redet Jesus seine Jünger an, die hier stehen, die zu ihm kommen und die insgeheim jetzt gar nicht den Wunsch haben, wie können wir den Griechen helfen, sondern vielmehr den Wunsch, wie kriegen wir hier den Hals aus der Schlinge? Oder wie können wir Jesus retten? Ja, das ist ja das Kurioseste. Ja, es gibt ja bis heute Leute, die meinen, sie müssen das Christentum retten. Denken wir, Jesus brauchte unsere Hilfe. Dieser schlimmen Welt, wo doch so wenige an ihn glauben, müssen wir Jesus retten. So, das war so die Hilfe, vielleicht die Einstellung, die dahinter steckte. Und deshalb, Jesus gibt eine Antwort, die hat es in sich. Drei Gesichtspunkte möchte ich sagen. Das erste ist jetzt mit dem Weizenkornprinzip zum Welterfolg. Mit dem Weizenkornprinzip zum Welterfolg. Ja? Darum geht es hier. Sie kennen ja, es gibt ja massenweise so Literatur, Ratgeberliteratur, 7 Schritte zum Reichtum oder 10 Gebote für das gesunde Leben oder so irgendetwas und dann gibt immer wieder neue Bücher und dieses Geheimnis, dass es immer neue Bücher gibt, heißt ja, ich meine, wenn die Alten funktionieren würden, brauchte man die Neuen ja nicht, aber die Alten nicht funktionieren, die anderen Ratschläge alle nicht funktioniert haben, braucht man immer wieder neu über Diäten und Erfolgsrezepte und sowas. Und so hört sich das hier an, Jesus verkündet ein Erfolgsprinzip, denn das Ergebnis ist, wie unser Leben viel Frucht bringen soll. Das ist ein schönes, poetisches Bild. Wir sagen dazu Erfolg. Das ist, es soll mehr werden. Frucht heißt ja, es soll mehr werden. Richtig mehr. Es soll was rauskommen dabei. Es soll Ergebnisse haben. Es soll Frucht bringen. So. Und was ist das Prinzip? Hier sagt Jesus jetzt eins der Worte, das immer wieder passiert im Neuen Testament, die er mit doppeltem Amen einleitet, nicht um zu sagen, das ist Schluss, sondern jetzt ist 2 Ausrufezeichen vorweg, um zu sagen, was ich jetzt sage, ist mit der ganzen Autorität des lebendigen Gottes gesagt. So. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und vorher heißt es dann, die Zeit ist gekommen. Heißt so wörtlich, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und dann kommt das Weizenkornwort. Was heißt das? Das ist ganz schlicht, einfach Wort für Wort angucken und verstehen. Jetzt heißt es, kommt der Menschensohn groß raus. Verherrlicht heißt natürlich, er wird im Lichtglanz Gottes erkennbar. Herrlichkeit ist nicht nur großartig und schön, sondern Herrlichkeit Gottes ist in der Bibel die Wirklichkeit Gottes, sein Lichtglanz. Auch das hebräische Wort heißt eigentlich Lichtglanz oder auch Schwere Gottes, die ganze Wirklichkeit, wenn sie in unsere Welt hineinkommt. Das ist Herrlichkeit Gottes.
und dass der Menschensohn in den Lichtglanz Gottes gestellt wird. Das soll jetzt passieren. Wer ist der Menschensohn? Das muss man immer mit jüdischen Ohren hören. Die Juden kannten ihre Bibel und verstanden deshalb Jesus. Wer die Bibel nicht kennt, verstehe ich Jesus nicht. Das heißt, wer das Alte Testament nicht kennt, kann Jesus nicht verstehen. Und wir Deutschen neigen immer dazu, Menschensohn als eine bisschen altertümliche Umschreibung von Mensch, Menschenskind oder so. Das ist völlig falsch. Propheten Daniel wird bestimmt, was ein Menschensohn ist. Der Prophet Daniel im Kapitel 7 berichtet von einer großen Vision, die Gott ihm schenkt, vom Weltgericht. Er sieht den Thron Gottes. Und dann heißt es da im Vers 13 und 14, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, Umschreibung für den ewigen Gott, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Das heißt, wenn man den Ausdruck Menschensohn übersetzt, dann muss man immer übersetzen Weltherr und Weltrichter. Es ist die höchste Würdebezeichnung, die für Jesus in der Bibel gebraucht wird. Und Jesus redet von sich selber am häufigsten mit der Bezeichnung Menschensohn, der Menschensohn, unterschiedlichen Bedeutungen. 79 Mal in den 4 Evangelien. Das versteht, die Pointe versteht man überhaupt nicht, wenn man das alles so liest wie Menschensohn gleich Mensch. Also das sagt aus, dass er echter Mensch war, im Gegensatz zu Gottes Sohn, was sein hoher. Vergleichsweise war in Israel die Bezeichnung Gottes Sohn eine weniger anstößige Ausdrucksweise. Israel war der Sohn Gottes, der König Israels war der Sohn Gottes, Psalm 2. Und auch der Messias ist der Sohn Gottes, ja, das geht. Aber im Prozess wird Jesus wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt vom Hohen Rat, weil er Gotteslästerung ausspricht. Matthäus 26, kann man das nachlesen. Der hohe Priester fragt Jesus, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Du sagst es, sagt Jesus, und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand, wie ein frommer Jude das tut, wenn Gott gelästert wird, und sagt, er hat Gott gelästert, ihr habt selber gehört, was brauchen wir weiter Zeugen? Was ist euer Urteil? Er ist des Todes schuldig. Das ist der Knackpunkt. Er bezeichnet sich als den Menschensohn. Wenn die Leute doch nur mit angemessener Sorgfalt und Information das Neue Testament lesen würden, dann würden sie wenigstens, wenn sie nicht dran glauben wollen, wenigstens keinen Quatsch erzählen. Zum Beispiel diesen Quatsch, Jesus habe sich selber nicht für den Sohn Gottes gehalten, sondern für einen Lehrer oder Sozialreformer. Die Späteren hätten das ihm nachher so angedichtet. Jesus hat sich als den Weltrichter und Weltherrn bezeichnet. Und überall in Evangelien können Sie in den Geschichten nachlesen, wie die Juden das aufgeregt hat. Sie empfanden das als Gotteslästerung, als empörend. Ja, das war es auch. Das war sein Anspruch. Und hier sagt er, jetzt ist die Stunde, dass der Menschensohn, also der Weltherr und Weltrichter, in das Scheinwerferlicht Gottes gestellt wird, verherrlicht wird, von Gott groß gemacht und verdeutlicht wird. Ja, wie soll das geschehen? Das ist doch die Frage. Er kündigt jetzt also an, dass in diesem Augenblick Jesus als der Weltherr und Weltrichter deutlich erkennbar sein wird. In dieser Stunde, in den Stunden, die jetzt anstehen vor Karfreitag.
Wie soll das geschehen? Und dann sagt er das Weizenkornwort. Das ist ja unmittelbar verständlich. Das Weizenkorn, das verschwindet in der Erde, es wird beerdigt. Und das hat den Eindruck, jetzt ist das fertig, das ist jetzt weg. Das siehst du jetzt nicht mehr, da hast du nichts von und auf Wochen und Monate siehst du nichts davon. Das ist, als wenn es jetzt beerdigt ist. So sagt er, und jeder weiß, nur wenn das passiert, wird es vermehrt und wird Frucht bringen. Wenn es aber sichtbar verschont bleibt von dieser Beerdigung, dann sieht man es, aber es bleibt für sich alleine und es bringt nichts. Es bringt nichts. Es geht in sich nur mit der Zeit kaputt. Es ist ein völlig klares Bild. Wenn man das jetzt auf Jesus überträgt, von der Bildhälfte, also von dem Weizenkornbild auf seine Wirklichkeit, was heißt das denn? Dass der Menschen, der Welt, Herr und Weltrichter, Jesus als, Sie müssen das immer vorstellen, 33 Jahre alt und junger Mann, steht da vor den Leuten und sagt, ich bin der Weltrichter, da denken doch die einen gleich, der gehört in die Psychiatrie, das ist doch alles, entweder ist er ein Wahnsinniger oder ist ein Betrüger oder was ist das? Das kannst du doch gar nicht fassen. So, und wie soll der jetzt rauskommen? Ja, sagt er, dadurch, dass er beerdigt wird, dass er stirbt. Und da kommen zwei große Linien zusammen aus der Bibel. Die Ankündigung des Propheten Daniel, dass der Weltherr und Weltrichter kommen mit den Wolken des Himmels, immer mit dieser Formulierung kommt das ja häufig vor, der zum Gericht kommt und dem Gott die Weltherrschaft überträgt. Und die andere große prophetische Linie, die aus Jesaja 53 kommt. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und dann heißt es im letzten Vers von Jesaja 53, Vers 12, darum will ich ihm, also diesem leidenden Gottesknecht, der stellvertretend das Leiden stirbt und trägt und das Gericht, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das ist die gewaltige Prophetie. Wie ist Jesus der Weltherr und Weltrichter? Indem er der Gottesknecht ist, der das Gericht für die vielen, die umfassende Vielzahl, selber trägt. Und dadurch wird er viel Frucht bringen. So ist es prophetisch angekündigt. Gott lässt sagen durch den Propheten, ich will ihm die vielen zur Beute geben und die Starken zum Raub haben. So, das passiert hier. Und das passt in keinen Kopf. Diese Logik gibt's bei uns Menschen nicht. Die Jungen haben es nicht begriffen, sie haben es auch in dieser Situation nicht begriffen, sie haben es bis Karfreitag nicht begriffen, sie haben bis zum letzten Augenblick darauf gewartet, dass er die Nägel rausreißt und vom Kreuz runtersteigt und zeigt, wer hier welche Kraft hat und wer hier der Sieger ist. Aber er stirbt am Kreuz und sie verstecken sich verschlossene Türen irgendwo in der Altstadt von Jerusalem, weil alles ist durchgestrichen. Sie begreifen es nicht. Und unter dem Kreuz stehen die Leute, die ihrer Logik folgen, die unsere Logik ist. Die ganz natürliche Logik des Menschen ist, steig herab vom Kreuz, dann glauben wir. Du hast anderen geholfen, hilf dir selbst. Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Alle, die da stehen, die Gebildeten, die Spötter, die mit im gleichen Schicksal sind, sie haben alle die gleiche Logik und es ist bis heute keine andere. Die klassische Zusammenfassung all des natürlichen religiösen Denkens, das uns so tief drin sitzt in unserer Art und Weise, ist im Koran zusammengefasst. Wir wissen ja vielleicht und hoffentlich, das sollten Sie heute wissen, dass Jesus im Koran als der größte Prophet geehrt wird, Isa.
pflege immer darauf hinzuweisen, jeder gläubige Moslem glaubt daran, weil der Koran es sagt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das glauben viele Pfarrer nicht. Aber jeder Moslem glaubt das. Jesus von der Jungfrau Maria geboren, dass er Wunder getan hat, alles Großes, dass er beim Weltgericht wiederkommen wird und eine Rolle dabei spielen wird, besonders die Christen zu strafen. Aber eins wird geleuchtet, in Sura 4 heißt es, wenn die Juden sagen, sie haben Jesus, den Messias, getötet, dann lügen sie, denn sie haben ihn nicht getötet, sondern einen, der ihm ähnlich war. Denn Gott ist allmächtig und weise. Da hat man sich immer gefragt, wie kann man auf den Gedanken kommen, die Kreuzigung von Jesus zu leugnen? Das ist doch einfach historisch wahr. Tacitus und Sueton, zwei heidnische römische Schriftsteller, bezeugen, dass er gekreuzigt ist. Also man kann über die Bedeutung des Kreuzes vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, aber das Faktum kann man doch nicht, das kann man doch irgendwie, was macht das für einen Sinn, dass man die Auferstehung vielleicht leugnet und die Wunder Jesu leugnet, Jungfrauengeburt, das kann man ja alles verstehen mit so einem rationalistischen Denken, aber dass man ausgerechnet, das leugnen alle der Islam gar nicht, aber dass man, die Kreuzigung von Jesus, Das ist kein historischer Grund, sondern es ist ein theologischer Grund. Denn Gott ist allmächtig und weise, steht da. Es wäre eine Widerlegung der Allmacht Gottes und seiner Weisheit, wenn er zulassen würde, dass sein Prophet, denn im Islam ist natürlich Jesus der Prophet, er ist ein großer Prophet, Mohammed ist die Siegel der Propheten, aber wenn Gott zulassen würde, dass sein Prophet getötet würde, wäre das der Beweis, dass Gott nicht weise und nicht allmächtig ist. Das heißt, das ist glasklar die Logik, die natürliche religiöse Logik des Menschen, wie sie die Jünger, wie sie die Gegner von Jesus, wie sie alle Leute heute auch vertreten, sagen, was glaubt ihr denn für einen Gott? Hat Gott das nötig, wenn es ihn gibt, dass da so ein schreckliches Geschehen am Kreuz passieren muss, dass sein Sohn da so blutig sterben muss, damit er uns unsere Sünden vergibt? Wenn Gott Gott ist, dann kann er doch sagen, dir ist vergeben in Großzügigkeit, Gott ist gnädig und barmherzig, dass wenn es ihn gibt, muss das doch seine Eigenschaft. Wie brauchst du denn so etwas Schreckliches? Das ist ja ganz weit verbreitet und ich brauche kein Prophet zu sein, zu sagen, dass sicherlich viele von Ihnen innerlich sagen, ja, da denke ich auch immer, das ist schon komisch. So ist das doch. Natürlich ist das Kreuz für uns überhaupt nicht zu verstehen. Deshalb haben wir den ganzen Knatsch in der Kirche heute, weil man will ja doch, der Kunde ist König, und man will es so präsentieren, wie die Leute es gerne hören wollen, und was man versteht, was man nicht verstehen kann, kannst du eine Tonne kloppen, und dieses Kreuz kann kein Mensch verstehen, es hat noch nie jemand verstanden, und es kann auch keiner verstehen, was soll das, was soll das? Aber das genau hier ist die Pointe, dass Jesus sagt, der Weltrichter kommt jetzt in Gottes Licht groß raus. Nach dem Weizenkornprinzip. Er wird sterben und begraben werden. Und nur so kann die Frucht der Erlösung der Welt, der Welterfolg, so kann er passieren. Die Pointe ist ja, er ist der Menschensohn. Sie sind ja sicherlich der Argumentation begegnet, die viele heute gebrauchen und sagen, was ist das für eine albtraumartige Vorstellung, dass Gott so in seinem Zorn besänftigt werden muss, weil dieser Zorn Gottes sich austobt an seinem geliebten Sohn. Welche Eltern würden das ertragen? Kann Gott sowas ertragen? Das ist gerade das Besondere an der Selbstbezeichnung Menschensohn, Gottessohn, dass Gott selbst kommt. Das ist nicht ein Deal zwischen zwei unterschiedlichen, sondern in Jesus kommt Gott selbst. Jesus ist Weltherr und Weltrichter in Person. Und wenn die Bibel sagt, dass er als der Sohn Gottes kommt, heißt es eben, er kommt nicht nur als der Lehrer und er kommt nicht nur als der Prophet, der etwas sagt oder etwas lehrt, eine Botschaft vermittelt, sondern Gott selbst kommt. Er zeigt sein Herz, Gott selbst kommt. Und der Richter selbst trägt das Urteil am Gericht. Am Kreuz, das Gericht. Dadurch kommt dieser Tausch zustande. Dadurch heißt es dann, Christus allein ist der Retter.
Und dadurch allein heißt es dann, Gnade allein ist die Befreiung. Es gibt's geschenkt oder es gibt's gar nicht. Da kann niemand etwas tun, dazu tun, auch nicht 0,01%. Und deshalb ist Glaube, also das Vertrauen, die leeren Hände, mit denen ich empfange, was Gott schenkt, in Christus allein, ist die einzige Rettung. Das ist der Welterfolg. Heute Morgen habe ich mir etwas Gutes gegönnt. Ich darf da oben in diesem wunderbaren vierten Stock wohnen, mit diesen wunderbaren Fenstern, guckt dann raus in den Wald, herrlich, alles ganz groß. Und dann habe ich da gesessen und habe im Geiste bin ich um die Welt gereist. Habe gesagt, wunderbar, vor 6 Stunden haben meine Geschwister in Chilakaluripet, kennen Sie Chilakaluripet? Das ist eine Millionenstadt in Andhra Pradesh, nahe am Meer. Und die haben heute Morgen schon Gottesdienst gefeiert. Bei denen geht der Gottesdienst 3 Stunden. 1 Stunde singen, 1 Stunde Mahlfeier und die 3. Stunde darf ich dann predigen, wenn ich da bin. Da denkt man bei uns, da ist doch gar keiner mehr da in der 3. Stunde. Aber wehe, du hörst nach 1/2 Stunde auf, dann ist was ganz Schlimmes, fast wie auf deiner Höhe. Also auch nicht ganz, ihr seid noch nicht ganz da. Da habe ich gedacht, Mensch, das war vor 6 Stunden, saß ich da um 8 oder was und dachte, das ist schon, die sind jetzt schon um 2 Uhr. Und was ist in Neuseeland? In Neuseeland feiern sie, während wir sitzen, die Abendgottesdienste jetzt und beten Gott an. Und in Nordamerika und in Südamerika, da drehen sie sich noch im Bett um oder morgens und kommen so ganz langsam. Frühaufsteher sind schon dabei und Mutti brät schon mal die Spiegeleier fürs Frühstück, Sonntagsfrühstück und dann werden sie die Gottesdienste feiern. Und wir haben das heute vorhin gesungen, heute ist das Losungswort, vom Ausgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, Welterfolg. Die Anbetung des gekreuzigten Jesus, in dem der lebendige Gott sich offenbart, der Weltrichter trägt das Gericht und schenkt uns die Vergebung der Sünde, Begnadigung, wird rings um den Globus gefeiert. Unvorstellbar damals, als die Griechen kamen. Das war ein Ansatz, dass es mal international werden würde und über Jerusalem rauskommen könnte. Aber es kommt gar nicht zur Entfaltung. Aber die Griechen, die dort kommen und sie wollten Jesus gerne sehen, sind sozusagen die ersten Vorboten, die sagen, ja, eine Welt hungert und sehnt sich danach, dass der lebendige Gott selber kommt, dass wir ihn persönlich kennen. Und wir dürfen heute Gottesdienst feiern, ihn anbeten und stehen in einer weltweiten Gemeinde, und sind doch noch längst nicht zufrieden, weil Gott noch lange nicht zufrieden ist, weil noch Millionen von Menschen auf diesem Globus leben, die noch keine Ahnung davon haben und Tausende und Hunderttausende von Holzköpfen, selbstgerechten Holzköpfen in Deutschland rumrennen, die es nicht begreifen wollen, die es immer noch die Logik herbeten, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz, dann glauben wir, anstatt zu begreifen, das Wunder, dass der Weltrichter das Weizenkorn ist. Das Zweite ist dann, wir sollen dabei sein. Dieses Weizenkornprinzip gilt nicht nur für Jesus, sondern es gilt ausdrücklich auch für seine Jünger. Denn was er dann in dem Zusammenhang danach sagt, ist alles über seine Jünger gesagt. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Der wird es bewachen, heißt es da wörtlich. Der wird es bewachen. Der wird auf sein, wer es verliert, wer es hasst, der wird es bewachen zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wir sollen, Jesus ist nicht unser Vorbild, sondern er sagt, ihr sollt mit mir sein. Glaube an Jesus bedeutet ja, wie Luther gesagt hat, mit Christus ein Kuchen sein. In einer Personengemeinschaft, in einer Lebensgemeinschaft mit ihm leben. Ich in euch und ihr in mir. Das ist unglaublich. Da
beißt man sich die Zähne dran aus. Wie soll das gehen? Wir haben da gar keine Parallele. Wir können eigentlich ja nur gut verstehen, was wir so als Menschen auch kennen, aber wir haben ja kein Beispiel dafür. Selbst die Ehe sind zwei Personen noch, die kann man deutlich unterscheiden, auch wenn Jesus sagt, ein Fleisch. Aber was heißt das? Diese Gemeinschaft mit Christus heißt ja nicht nur ein paar fromme Gedanken im Kopf, sondern eine Personeneinheit. Er, der gekreuzigt, auferstanden, und ich, wir sind eine Person. Meine ganze Sünde gehört ihm und seine Reinheit gehört, seine Kraft gehört mir. Und wir gehören zusammen, leben ein gemeinsames Leben unter seiner Regie. So, und Jesus will, dass wir dort sind, wenn wir ihm dienen, dass wir dort sind, wo er ist. So, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und er sagt es deutlich, nachdem er gesagt hat, er wird wie ein Weizenkorn beerdigt werden. Und nur so wird er den Welterfolg haben, viel Frucht. Und er sagt, das will ich von euch. Ausdrücklich hat Jesus Johannes 15 gesagt, ihr sollt viel Frucht bringen. Viel Frucht, unser Leben soll ein Riesenerfolg werden. Und das Erfolgsrezept ist völlig klar. Nicht 7 Schritte zum Reichtum oder wie kann ich mein Potenzial entwickeln, sondern sterben, mit Christus gekreuzigt werden und sterben. Das heißt einmal, ich werde mit hinein in sein Kreuzestod genommen, der alte Mensch, all der Dreck des selbstgerechten alten Menschen, des arroganten Menschen, der meint, er könnte sich selbst bestimmen und war doch nur ein Sklave der anderen, mit Christus ins Grab. Und mit ihm auferstehen und in einer Lebensgemeinschaft mit ihm leben. Voller Liebe, ihm dienen, heißt es da. Diakon steht hier. So soll es Frucht bringen. Das Leben, das Gott schenkt, soll sich vermehren. Und das bedeutet doch, dass es wächst von der Qualität her. Gott ist Liebe und Gott wohnt in uns, also sein Geist wohnt in uns. Und die Frucht, die wächst, heißt Liebe. Gottes, das ist Qualitätsvermehrung. Liebe soll mehr werden in unserem Leben. Und dann soll es nicht nur in uns, wir sind keine so träumerischen Idealisten, dass wir als unsere eigene Persönlichkeit perfektionieren, sondern es soll sich vermehren, indem es ansteckende Gesundheit ist, indem Menschen auf den Geschmack kommen, auf Jesus kennenlernen, es annehmen, auch mit Christus gekreuzigt werden, auferstehen und das Leben sich ausbreitet, wie es sich über die Jahrhunderte ausgebreitet. Deshalb geht Weltmission, ist unterwegs und Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist alles völlig klar. Bis zum Ziel, mit Jesus sein, heißt es da. Und wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Das Ziel ist doch Herrlichkeit. Mit Gott, mit Leben, mit Jesus herrschen in Ewigkeit. Ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung habt, Sie eine Vorstellung haben vom Himmel. Manche denken ja, das wäre so ein ewiger Kirchenchor. Das hat mich nie so sehr gelockt, obwohl natürlich nichts Böses gegen Kirchenchöre. Aber das alleine, ich finde die Kernaussage in der Bibel über das, was wir im Himmel tun werden, ist ganz eindeutig, mit Jesus herrschen. Das heißt, wir werden teilhaben an der Weltregierung, an dieser Weltunternehmerschaft, wenn schon diese Welt eine so kreative, bunte, vielfältige, dynamische Wirklichkeit ist. Um wie viel mehr aktiver, schöpferischer, unternehmerischer werden wir tätig sein, wenn wir teilhaben an der Weltregierung des lebendigen Gottes. In der neuen Welt, in der Herrschaft und Regierung nie mit egoistischer Macht und Zerstörung und andere nach unten treten verbunden sein wird, sondern was wir uns ja gar nicht vorstellen können. Denn in unserer Welt ist Regieren und Chef sein immer auch mit Maßnahmen verbunden, die unappetitlich sind für Leute, denen sie nicht gefallen. Das wird alles in Gottes Welt nicht mehr sein. Sünde wird nicht sein. Wir werden auch in einer Weise schöpferisch aktiv sein. Also das wird unglaublich. Der Vater wird euch ehren. Da werdet ihr groß rauskommen, so wie der Menschensohn verherrlicht wird im Kreuz der Auferstehung, so wird der Vater euch ehren, wenn ihr mit mir seid.
Von Tertullian, dem stammt ja der berühmte Satz, den Sie kennen, dass das Blut der Zeugen das Saatgut der Christen ist. Nicht? Man hat ja immer in der Geschichte immer versucht, die Christenheit dadurch auszulöschen, dass man sie umgebracht hat. Und das Ergebnis war immer um 3 Tage, dass dadurch die Gemeinde der Christen gewachsen ist. Es war das Saatgut der Christen. Sehen Sie, wir haben in Europa heute ein Problem. Das muss man verstehen. Warum die Gemeinde Jesu heute in allen Teilen der Welt wächst, nur in Westeuropa nicht. Das ist der einzige Teil. Tröstet sich, wenn man auf der Höhe kommt und eine so große Gemeinde findet, dann ist das eine Glaubensermutigung. Aber wie viele kalte alte Kirchen es heute gibt, in denen 10 bis 15 verlorene Menschen sitzen und selbst von den Kirchenmitgliedern der evangelischen Kirche gehen keine 4% sonntags in einen Gottesdienst. Von den Mitgliedern noch niemand. Das heißt, da ist es sehr bescheiden, was da jetzt läuft. Wir sind die reichsten Kirchen der Welt. Wir haben die schönsten Kirchengebäude, aber das einzige Teil, wo die Gemeinde hier... Was ist hier los in Europa? Sehen Sie, das Desaster passierte im Jahre 380 bzw. 391. Römische Kaiser Theodosius I. hat im Jahre 380 den christlichen Glauben zur Staatsreligion im Römischen Reich erklärt. Und die Folge war 391 angestiftet von dem Theophilos hieß der Gottesfreund, der Patriarch, sogar in Alexandria im ägyptischen Bereich, der hat die Christen angestiftet. Fanatische Horden von Christen haben dort das Serapeion vernichtet und heidnische Tempel und eine der größten wissenschaftlichen Bibliotheken des Altertums verbrannt. Also wenn so IS und so sowas macht, dann können Sie getrost davon ausgehen, das haben die Christen auch schon gemacht. In dem Augenblick, wo die Christenheit an den Hebel der Macht kam, jetzt war es Staatsreligion, haben sie angefangen, die anderen blutig und gewalttätig zu verfolgen. Und dann haben wir eine Geschichte der Staatsreligion. Von Karl dem Großen bis formal in Deutschland 1918, Trennung von Staat und Kirche, wo die Regierung bestimmt hat, was die Untertanen zu glauben haben. Der Glaube war immer mit Zwang verbunden. Über viele Jahrhunderte wurden Menschen anderen Glaubens, auch anderen christlichen Glaubens, anderer Konfessionen, blutig verfolgt und vertrieben. Die USA wären nie entstanden, wenn es in Europa Religionsfreiheit gegeben hätte. Die blutig verfolgten Mennoniten und so sind Baptisten, sind Dissenters in England, sind geflohen in die USA, um die Freiheit zu suchen dort, weil es sie nicht gab. Die Folge dessen, dass wir das Evangelium und Glaube an Jesus mit Gewalt, das bei manchen steckt es ja heute noch in den Knochen, die sehnen sich ja immer noch danach, dass die Regierung mal wieder richtig mit dem Hebel draufhaut und die anderen zwingt und so. Die haben überhaupt nichts gelernt. Die Folge ist, dass die Christen jede Glaubwürdigkeit verloren haben. Das Evangelium verträgt keinen Zwang und keine Gewalt. Es geht nach dem Weizenkornprinzip, nach dem Sterben. Das Blut der Märtyrer ist das Saatgut der Christen. Nicht die Schwerthiebe der Mächtigen. Es ist kein Sieg, wenn die Christen politische Gewalt gewinnen und jetzt den anderen aufzwingen können, was sie in der Verkündigung, in der Seelsorge nicht erreichen konnten, per Gesetz und mit Polizeiandrohung. Alles gewesen in Deutschland. Ich sage das in solcher Schroffheit, weil ich entsetzt bin, dass angesichts der Entwicklungen, die wir im Land haben, es auch unter Christen wieder heute solche Leute gibt, die eigentlich sich danach sehnen, dass sowas mal wieder mit Gewalt durchgesetzt werden, gegen Islam und Atheisten und was auch immer. Und gar nicht wissen, was sie tun. Dass sie wieder von den Hassern sich die Werkzeuge aufzwingen lassen.
christliche Gemeinde ist dynamisch gewachsen. Und als, obwohl sie eine Minderheit verfolgt war, hatte sie die Kraft, das Römische Reich auf den Kopf zu stellen mit ihrem mutig gelebten alternativen Lebensstil. Sie haben die Ehen in Treue gehalten, sie haben keine Kinder abgetrieben, sie haben ihre Geschäfte ehrlich gemacht. Sie sind dafür nicht belohnt worden, sind dafür gekreuzigt worden und verfolgt worden. Aber das hat eine Gewalt entwickelt, die Gesellschaft im Römischen Reich verändert hat. In dem Augenblick, wo sie sich mit der Gewalt verbündet haben, verloren sie ihre Vollmacht und ihre Glaubwürdigkeit. Das ist das Problem Europas heute. Deshalb gewinnen wir die Leute, können uns ja alle vorreden. Ihr seid ja nicht besser. Warum sollen sie an unseren Jesus glauben, wenn man uns vorrechnen kann, dass wir unserem Jesus ja selber nicht geglaubt haben? Er hat uns doch gesagt, das Weizenkornprinzip ist das Geheimnis des Welterfolgs. Und wir erleben heute das in der ganzen Welt. Sehen Sie, in Korea gibt es etwa ein Drittel der Bevölkerung, die Christen sind. Das ist ein so starkes Wachstum. Nun, wir schauen Gott nicht in die Karten, aber es gibt von Kennern eine Vermutung. In Korea war der christliche Glaube in der Geschichte nie verbunden mit den Machthabern. Nie. Wie in Europa immer, wie auch in China, wie auch in Afrika in Kolonialzeit. In großen Teilen der Welt war das Evangelium verbunden mit Militär und mit Macht und mit Zwang und mit Gewalt und oder so. In Korea nie. Dort hat es eine ganz große Kraft der Erweckung. Wir erleben so etwas in China jetzt und in vielen anderen Teilen der Welt. Es ist das Blut der Zeugen, ist das Saatgut. Und Jesus hat es gesagt. Seid in mir, da wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Dienst geschieht nach dem Weizenkornprinzip. Ich wollte eigentlich nur ein drittes sagen, aber meine Zeit ist um. Sollen wir uns nun hassen oder lieben? Ich will das nur noch zum Schluss andeuten. Ich kann das nicht mehr ausführen. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wir haben doch alle gelernt, sollen wir denn uns nun hassen oder sollen wir uns lieben? Also wenn ein Mensch sich selber hasst, dann ist er doch krank. Das ist doch für viele eine große Not, dass sie sich selber sich annehmen können, sondern sich selber hassen bis dahin, dass sie ihren Körper verstümmeln. Also Schönheitschirurgie lebt doch vom Selbsthass der Leute. Die schon in den Spiegel gucken und sie nicht leiden können und dann zum Metzger rennen, um sich da zurechtschlachten zu lassen. Da werden Millionen verdient mit. Selbsthass, Krankheit. Wie ist das denn? Dann sagen die im letzten Jahr, waren die Leute immer gesagt, das steht ja auch in der Bibel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also heißt doch, du sollst erstmal dich selbst lieben und nur wenn du dich selbst liebst, kannst du die anderen lieben. Und das ist doch psychologisch alles ganz einsehbar so, nicht? So, die Psychologen erklären uns das. Und Jesus sagt, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Und es ist ja nicht nur hier. Im Lukas-Evangelium Kapitel 14, da sagt er, wer einer begeisterten Menge, die ihm nachfolgt, da dreht er sich um und sagt, wenn ihr nicht hasst, Vater und Mutter, Geschwister, dazu euer eigen Leben, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Er sagt, was ist denn das? Nun halten Sie bitte das auseinander. Das ist heute so gefährlich, dass man das nicht sauber trennt. Selbstverständlich, wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Psalm 39, danke dir, dass du mich wunderbar gemacht bist. Jeder von uns darf im gekreuzigten Jesus sehen, so sehr bin ich geliebt. Ihr seid teuer erkauft. Nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem teuren Blut des Jesus Christus. Wir sind so wertvoll. Daraus wächst ein gesundes Selbstbewusstsein. Wie Paulus das 1. Korinther 15 sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen an mir. Das ist gesundes Selbstbewusstsein.
Warum gesund? Weil es nicht begründet ist auf meine Leistung und meine Fähigkeit, denn die kann ich ja keine 5 Minuten garantieren. Deshalb ist Selbstbewusstsein, das sich auf das eigene Können und die Leistung und Fähigkeit und Aussehen stützt, ist immer ein krankes Selbstbewusstsein, weil es bedroht ist von Zerstörung. Es kann ja alles morgen weg sein und diese Angst untergräbt uns. Paulus aber verlässt sich auf das, was er geschenkt bekommen hat vom Gekreuzigten. Begnadigt und begabt und berufen, das ist durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist, und die ist nicht vergeblich, das ist grundgesund, ich bin geliebt. So viel zur Beruhigung aller Psychologen. Nicht wahr? Natürlich gibt es krankhafte Christen, die nicht wagen, den Kopf gerade zu tragen, die den aufrechten Gang noch nicht gelernt haben, die meinen, wenn man selbstbewusst wäre, wäre man ein sündiger Mensch. Nein, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich bin Gott einen Christus wert. Da soll doch niemand kommen und mir sagen, ich wäre nichts. Aber durch Jesus bin ich das. Und er hält fest an mir. So, und was sagt Jesus hier? Das Hass ist nicht Gefühl. Jesus hat, selbstverständlich hat er das Gebot der Liebe ja ausdrücklich gesagt, für wenn ich hasst, Vater, Mutter, Geschwister dazu, sein eigenes Leben. Hass ist auch hier nicht das Gefühl, sondern es ist der Ausdruck für die radikale Ablehnung und Abwendung in der Konfliktsituation. Ja, sagt Jesus, das passiert, dass du davor stehst zur Wahl, ob du dein Leben erhalten willst oder ob du mir als mein Zeuge und Diener folgen wirst. Und dann wird es darauf ankommen, dass du radikal dich abkehrst vom bequemeren Weg. Von dem, was du meinst, was vielleicht auch dein Selbsterhaltungstrieb sagt. Und was du meinst, was vernünftig wäre. Es ist die radikale Abkehr davon. Die Liebe, von der wir leben, ist nicht diese Narzissliebe von diesem Jüngling der griechischen Mythologie, der sich in sein Spiegelbild verliebte, das er im Wasser sieht. Er findet sich so toll. Und verliebt sich in sich selbst und er säuft, weil er da reinfällt. Dieser Narzissmus, nicht mit Narzissmus zu verwechseln, mit R geschrieben und zwei S, dieser Narzissmus, dieses krankhafte, nur auf sich selbst schauen, sich den eigenen Puls halten, sagen, geht's mir gut oder geht's mir schon ein bisschen schlechter oder was muss ich jetzt tun, dass es mir noch besser geht, ist mein Glaube vielleicht nicht echt, diese krankhafte Selbstbespiegelung, daran ersäuft man zum Schluss, weil man das Ersticken im Ich-Krampf. Nein, das ist Jesus, du bist geliebt, du bist gewollt. Ich nehme dich in die Arme, bin für dich gestorben und auferstanden. Keine Sorge, für dich ist gesorgt, brauchst keine Angst zu haben. Kannst dein Leben verschenken, so wie ich mich verschenkt habe. Und darfst dienen den Menschen, die gerettet werden sollen, in Wort und Tat. Verschenk Zeit und Kraft und Geld und deine Chancen und deine Ehre und dein Ansehen verschenkest. Denn das wird viel Frucht bringen und der Vater wird dich ehren. Er wird dich ansehen. Du wirst das Ansehen bei Gott haben. Was ist das für ein Leben? Die Welt übrigens hungert danach. Da waren einige Griechen, die wollten Jesus gerne sehen. Die ganze Welt hat eine Sehnsucht danach, Jesus zu sehen. Und dazu sind wir berufen, dass der Auferstandene uns nimmt und sagt, da wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Ich will durch dich wirken in dieser Welt. Komm, ich möchte dich erfüllen, dir deine Sünde vergeben, in dir wirksam sein, der Kraft deiner Liebe. Ich will dich berufen zum Dienst, jung und alt, den Gaben entsprechend, wo auch immer. Und hab keine Angst um dich selber. Du darfst dich radikal abwenden von dem, wo die Leute meinen, um Himmels Willen, guck, dass dein Geld zusammenbleibt und verschwende deine Zeit nicht dauernd in so christlichen Sachen. Man muss sich auch selbst was gönnen, noch eine Wellness-Oase, noch ein Wellness-Wochenende im 5-Sterne-Hotel. Und die Welt hungert nach der Liebe Gottes und Jesus sehnt sich danach, dich zu gebrauchen.
Und der Vater wird dich ansehen. Und du wirst es Ansehen haben. Du wirst gesund sein in Ewigkeit. Lass uns beten.